Yo Leute, was geht? Freunde, wir sind endlich wieder in unserem eigenen Haus mit Franklin unterwegs. Denn Leute, wir haben uns endlich wieder unser Haus zurückgebaut. Ihr wisst ja, was unser Haus einmal zerstört worden ist. Und wir haben mit dem letzten Heist auf jeden Fall unser Haus zurückgebaut. Das Problem ist allerdings, Leute, die Reparaturkosten waren so hoch, dass wir schon wieder 0 Dollar haben. Und wir müssen uns schon wieder etwas Geld holen. Das Ding ist, wir haben jetzt keine Möglichkeit, nochmal das Artefakt zu holen. Aus dem Grund hat sich Lester für uns etwas überlegt, was wir machen können. Heute wirst du die größte Bank in Los Santos ausrauben. Das Union Depository. Es gibt zwei Methoden, die Hacking und die explosive Methode. Du hast nur begrenzt Zeit, alles einzusammeln. Denn nach 90 Sekunden circa tritt Gas aus. Besorg dir, wenn du es brauchst, Gasmasken. Location ist auf der Karte. Wenn du nach ein paar Tagen nochmal die andere Methode probierst und du es schaffst, alles zu sammeln, verzehnfache ich deinen Gewinn. Warte mal kurz, du verzehnfachst meinen Gewinn, aber nur beim zweiten heißt, das heißt, warte mal kurz, Lester, nimmst du dir... Wieso willst du mein Geld verzehnfachen? 90% Vermittlungs- und Organisierungsprovision. Yo, der nimmt sich 90% von dem, was wir verdienen. Okay, aber beim zweiten Mal, wenn ich alles voll mache, verzehnfacht er das. Ach so, du musst dir ein Versteck suchen. Die Kosten übernehme ich. Okay, Lester. Alles klar, Leute, ihr habt es auf jeden Fall mitbekommen. Wir machen uns jetzt mit Franklin auf. Wir kleiden uns erstmal um. Und dann geht's, Leute, direkt zu dem Heist zum Union Depository in GTA 5. Leute, lasst an der Stelle gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von so etwas sehen wollt auf meinem Kanal. Und vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. So, also Lester meinte, es gibt hier auch so einen Gasmaskenwahn. Ach so, der ist hier auf der Karte. Ich würde aber sagen, Leute, beim ersten Versuch werden wir es erstmal auf Nummer sicher machen. Wir werden alles zeitlich machen. Wir werden das möglichst wenig machen, denn ich kriege nur 90%, nee, 10% Anteile. Also wir werden uns die beste Mühe beim zweiten Versuch machen, wenn wir es hoffentlich schaffen werden. Und ich glaube, was ist das? Union Depository heißt Hideout. Okay, das ist das Versteck. Da müssen wir erstmal hin. Okay, so, hier sehen wir es also, Leute. Hier ist dann das Versteck. Was kostet uns der Spaß? Lester hat ja gesagt, es übernimmt er. Press Dingens to enter. Okay, er hat es tatsächlich schon bezahlt. Das ist doch mal gut. So, also Leute, wir haben hier zwei Methoden. Einmal die explosive Methode und die kostet 450.000 Dollar zu machen. Und dann haben wir einmal die Hacking-Methode. Die können wir aber momentan nicht verwenden. Das heißt, wir machen die explosive Methode zuallererst, würde ich sagen. Und Lester übernimmt die Kosten, denn wir haben natürlich 0 Dollar. Und danke, Lester, Kuss geht raus. So, dann fahren wir jetzt zur Polizeistation und müssen dorthin und die Explosivmaterialien holen. Ja, dann machen wir das einfach mal. Also Leute, es geht sofort los. Der heißt so Union Depository und wir machen das Ganze tagsüber, denn nachts sind im Union Depository die Sicherheitsvorkehrungen absolut auf dem Top-Level. Wow, guckt euch mal das Auto an, was da fährt. Mann, ist der nice. So, ich stelle mir den Wagen extra... Oh, nee, vielleicht parken wir den ja hier in der Nähe. Polizei ist bereits hier auf dem Weg zur Fahrzeugkontrolle oder so, aber egal, wir parken es einfach hier. Leute, wir müssen ganz ready sein. Am besten mache ich sogar mein Auto kurz auf. So, wir müssen super vorsichtig sein, Leute. Ich glaube, Polizei sieht das jetzt nicht so gerne, wenn ich da jetzt mit hier Maskierung und mit einer Tasche dort aufkreuze. Oh mein Gott, okay, Leute, schnell rein, da rein, da rein, da. Oh mein Gott, okay. Wow, 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 okay. Vorsicht, 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 Vorsicht. Loot the crate, ja, machen wir. Ist da schon was Geld drin? Ich glaube noch nicht. Ah, das ist das explosive Material. Okay, das ist der Sprengstoff, den wir aufgesammelt haben. Und jetzt müssen wir direkt zum Union Depository. Oh, wow, 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 wow. Vorsicht, Vorsicht, wow. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall schon mal nicht so die leichte Methode. Kann nicht sagen. Oh mein Gott. Okay, okay, let's go. Woo! Woo! Okay. Junge, die haben voll viele. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, Junge, Alter. Woo! Okay, auf geht's. Auf geht's zum Union Depository. Da ist überall Polizei und die haben auch schon Lamborghinis wieder. Die haben nicht mehr diese kleinen Autos. Oh Mann, okay. Vielleicht verstecken wir uns erstmal, Leute, hier in dem Tunnel. Das lief ja gar nicht wie geplant. Komm da rein. Verstecken wir uns hier. Let's go, wir sind entkommen. Da ist es, Leute. Das Union Depository. Vielleicht sollten wir zur Sicherheit ein anderes Auto verwenden und nicht unseres, weil ich meine, das Kennzeichen exposed ja einfach, wer wir sind. Aber egal. Leute, es geht los. Seid ihr ready? Seid ihr ready? Let's go. Leute, lasst einen Daumen nach oben da, dann werden wir das hoffentlich richtig gut schaffen. Also, kill the security guards. Wir sind drin, Leute. So, wir müssen vorsichtig sein. Guck mal da. Ich glaube, da kann man etwas aufbohren, so wie das gerade aussieht. Wir sind sehr vorsichtig. Sehr vorsichtig. Okay, also wir haben zwei Sicherheitsbeauftragte. Ja, Schalldämpfer ist drauf. Okay. Oh nein. Die haben uns gesehen. Okay.
Place a bomb to the vault door. Ja, das machen wir gleich. Oh, wir haben die Möglichkeit, Leute, hier das Ganze aufzubohren. Vielleicht ist da noch etwas Wichtiges drin. Come on, wir machen mal ein paar auf. Also wenn in den ersten zwei nichts drin ist, dann geben wir auf. Ah, ich muss aktivieren. Let's go, der Bohrer ist an. Okay, Leute, wir haben nur eine begrenzte Zeit. Nur eine begrenzte Zeit gleich. Aber wir sind noch nicht der Tresor nicht auf. Oh, wie viel Geld ist das? 10.000 nur? 10.000 Dollar? Okay, es muss noch mehr sein. Da muss noch mehr reinkommen. Genau, Franklin. Da muss noch viel mehr. Ach, da ist nichts drin. Okay, ich muss das auch. Och, Mann, jetzt muss ich die alle aufmachen. Ah, hoffentlich kommen die nicht gleich rein, Leute. Das wäre echt nicht so gut. Okay, nein, nichts drin. Come on, come on. Da muss doch was drin sein. Auch nichts. Ey, wir haben nur einmal 10.000 bekommen. Okay, na gut. Dann setzen wir, Leute, jetzt die Bombe. So, Bombe. Wow, das ist eine Riesenbombe. Leute, das ist eine riesige Bombe. Okay, dann verstecken wir uns mal hier. So, und jetzt, Leute, es explodiert. Okay. Oh. Wow. Okay. Ja, es hat einfach die ganze Tresortür zersprengt. Ja, gut. So, Leute, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Ganz vorsichtig. Also, ich sehe, es bewegen sich einige Leute hier. So, shoot the cameras. Okay, ihr seht, Leute, diese Kameras hier hinten, nicht wahr? So, wir müssen die kaputt machen. Wir müssen sehr vorsichtig sein. So, ganz vorsichtig, Leute. Wenn die uns entdecken... Oh, der Timer läuft schon. 1:20. Okay. Ja, also, wir haben es irgendwie nicht geschafft, lautlos zu sein. Aber egal. So, destroy keypads with terminal und open the gates. Okay, was macht das hier? Was macht das hier? Okay. Ich weiß es nicht, aber irgendwie... So, to place the bomb. Okay, Leute, wir setzen hier eine Bombe. So, schnell hier. Okay, wir haben nur noch 1 Minute Zeit und wir haben erst 10.000 Dollar. Nein. Okay, wow, okay, es ist explodiert. Jetzt ist Zeit zum Looten, Leute. Jetzt ist Zeit zum Looten. Da ist Gold, let's go, Leute, let's go. Gold, schnell, Franklin, beeil dich, ja, 55.000, 100.000, komm, wir müssen mindestens ein paar Millionen haben. Mindestens ein paar Millionen brauchen wir. Also Lester wird auf jeden Fall sich die 90%, nee, warte, das sind ja schon die 90% abgezogen. Das heißt, wir sammeln jetzt echt 300.000. In Wirklichkeit haben wir jetzt 1 Million. In Wirklichkeit haben wir jetzt 1 Million oder 4 Millionen schon. Ja, okay. Continue looting. Police has arrived. Die Polizei ist angekommen. Nicht gut. Egal. Leute, wir looten. Komm, wir müssen zum Mio. Zur Million. Zur Million müssen wir looten. Komm, Franklin, los. Los, 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 los. Komm. Komm, vielleicht kriegen wir das noch hin, bevor der Timer abläuft. Schnell, schnell, Franklin, schnell. Oh Mann, Leute, die Methode läuft alles andere als leicht. Okay, komm, 1 Million. 1 Million will ich noch sehen. Ja, es sieht gut aus. Also ich glaube, 10 Millionen Dollar insgesamt, Freunde. Jetzt haben wir 10 Millionen und davon kriegen wir 1 Million. Na, okay. Oh nein, 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 Eis on the target. Die sehen mich, die sehen mich, die sehen mich. Okay, Franklin, beeil dich. Gas, tritt gleich aus. Okay, so. Let's go. Wir können leider nicht alles nehmen. Wir können leider nicht alles nehmen, Leute. Das ist uns leider nicht gestattet heute hier. So, jetzt sehe ich, da sehe ich. Okay, oh, Gas ist raus, Gas ist raus, Gas ist raus. Wir nehmen Schaden. Okay, das war ganz genau, Leute, pünktlich. Richtig pünktlich. Bam, bam, bam. Okay, jetzt raus. Alter, wer schießt denn da noch? Hm? Ach, der. Okay. So. Okay, dann raus, 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 Leute. Polizei ist schon da, meinen Sie? Oh... Okay. Oh nein, 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 komm, komm, Franklin, wir müssen in den Wagen. Schnell in den Wagen. Und jetzt müssen wir in den 5 Sternen kommen. Irgendwie müssen wir entkommen. Alles klar. Ich weiß nicht, was mir gerade auf der Karte markiert wird, aber ich glaube, Leute, wir begeben uns jetzt erst einmal in das Versteck. Ich glaube, wo können wir uns verstecken? Ich habe die richtige Idee, Leute. Die Kanalisation. Das ist doch der perfekte Spot, wo man sich verstecken kann und nicht erwischt wird. Die Frage ist, wo war die Richtung nochmal? Ich glaube, ich fahre wirklich in die falsche Richtung. Oh, nein, 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 nein. Oh, Junge, 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 Hilfe, Hilfe. Okay, hier ist die Kanalisation, nicht wahr? Ja. Also hier müssen wir irgendwo rein. Ich glaube, wir nehmen einfach den Weg und dann gehen wir nach links. Oh, die suchen nach mir. Die suchen jetzt nach mir. Ah, und Helikopter ist unterwegs. Aber es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Okay, komm, wir gehen da rein. Let's go. Okay, so. Leute, wenn wir jetzt Glück haben, wenn wir jetzt Glück haben, kommen die nicht hier rein. Wenn wir Glück haben, kommen wir nicht rein und haben den ersten Versuch geschafft. Aber leider haben wir nur 1 Million Profit gemacht. Leider. Das reicht uns nicht. Oh nein, sie haben uns entdeckt. Wie haben die das denn gemacht? Nein. Okay, da müssen wir jetzt weiter in diese Kanalisation. Tiefer rein, tiefer rein, tiefer rein. Weiß nicht, folgen die uns rein? Die folgen mir rein, die folgen mir einfach eiskalt rein. Okay. Ich glaube, das wird die jetzt genug verwirren. Ich glaube nicht, dass die weiter vordringen als bis hier. Das glaube ich jetzt nicht. Wir müssen abwarten, Leute. Wir müssen abwarten. Komm schon. Wow, was war das? Come on.
Ey, wenn das der Typ ist, der jetzt in der Kanalisation ist und mir jetzt näher kommt, sehe ich da jemanden? Ich weiß es nicht. In hinter dem Licht? Weiß nicht. Oh oh, oh oh. Oh, er hat umgedreht. Er hat umgedreht. Nein, er ist wieder. Oh, ich glaube, wir fahren einfach. Das ist der 100 Pro, der ist noch drin. Ja. Ja! Yes! Let's go! Let's go! 1,2 Mio, Leute. 1,2 Millionen haben wir schon mal bekommen. Und jetzt überlegt mal, wenn wir das jetzt genauso machen würden. Im zweiten Anlauf hat Lester gesagt, bekommt er das Zehnfache, kriegen wir. Das heißt, er bekommt keinen Cent. Aber jetzt haben wir ihm auf jeden Fall 9 Millionen Dollar gegeben. Wenn wir jetzt nochmal machen, haben wir am Ende 10 Millionen Dollar. Und das wäre eine Hammersumme. Und davon könnte ich mir echt etwas gönnen. Oder mir das Ganze in Aktien reinstecken. Wer weiß. Okay, Leute, ihr habt gesehen, beim ersten Mal hat das Ganze echt gut funktioniert. Wir sind jetzt nochmal zusammen mit Lester hier und überlegen gerade, ob wir den Plan wirklich durchziehen. Und wir haben entschieden, ja, Leute, wir ziehen das Ganze nochmal in derselben Bank ab. Allerdings werden wir jetzt die Hacker-Methode nehmen, mit der wir hoffen, dass wir vielleicht ein bisschen leichter durchkommen, Leute. Vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben werden. Jedenfalls diesmal, Leute, werde ich das Motorrad nehmen. Ich glaube, mein Auto werde ich hier einfach mal verschrotten. Weil Beweismaterial, ihr wisst Bescheid. So, wow. Oh, es war ein Unfall, ein tragischer Unfall. Das Auto ist leider kaputt gegangen. So, jetzt machen wir uns nochmal auf den Weg. Und zwar werden wir dieses Mal die Hacker-Variante nehmen. So, und bevor wir das machen, werden wir gleich den kleinen Abstecher hier bei den Gasmasken machen. Also aktuell haben wir ein Budget von 1,2 Millionen. Ich glaube, Lester wird beim zweiten Heist uns nicht finanziell unterstützen. Also der wird sich auch nichts nehmen. Wir sind ganz auf uns alleine gestellt. Ich glaube, die Methode wird dann auch ein bisschen an Geld kosten. Und das hier ist jedenfalls der Van mit den ganzen Gasmasken. Ihr alle kennt es, hier liegt das ganze Equipment drin und das bringen wir jetzt in unser Safehouse und von dort aus starten wir dann die zweite Methode. Und oh nein, nein, wir haben 2 Sterne bekommen. Okay, so, ich muss jetzt versuchen, nicht entdeckt zu werden. Ah, das ist natürlich blöd, das ist natürlich sehr, sehr blöd, dass die uns jetzt gesehen haben oder alarmiert wurden, aber gut. Bisher ist noch keiner hier unterwegs. Oh, yo, ey, die kam einfach aus dem Nichts. Nein, die Lamborghini-Polizei schon wieder. Okay, wie machen wir das am besten? Links, lange Linkskurve. Dann gehen wir nach rechts. Dann gehen wir nach rechts, ja. Ich glaube, wir fahren jetzt einfach in Richtung unseres Safehouses. Oh, ich glaube, wir sind dabei, denen zu entkommen. Aber die sind schnell. Die sind schnell, Leute. Die haben einfach Lamborghinis. Natürlich sind die schnell. Okay, komm. Wir sind gleich hier beim Safehouse. Ich weiß nicht, ob wir einfach so da schon rein können oder erst den Cops entkommen müssen. Ich glaube, wir müssen erstmal entkommen. Dann können wir das hier reinfahren. So, okay. Jo. Let's go. Gasmasks gestolen. Okay, also das haben wir jetzt schon mal geschafft. Das ist schon gut. Ich weiß zwar nicht, wie man die aufsetzt, aber wir werden es einfach probieren. So, alles klar, Leute. Versuch Nummer 2. Und jetzt steht uns, beide Methoden stehen uns offen. Aber wir nehmen jetzt die zweite Methode, die Hacker-Methode. Und die kostet 252.000. Ist okay, Leute. Ist ein bisschen günstiger als die explosive Variante. Aber ich glaube, sie wird ein wenig schwerer sein. So, dann fahren wir mal zum Union Depository noch einmal. Oh Mann, ich kann es nicht glauben, dass wir das noch einmal machen. Aber gut. Okay, okay. Ich hoffe mal nicht, dass die ihre Sicherheitsvorkehrungen jetzt erhöht haben. Es würde mich schon wundern, wenn nicht. Oh. Okay, hier ist ein Frischgewichtsschild. Ich glaube, das sind die neuen Sicherheitsvorkehrungen. Oh, die haben bestimmt Öl oder so etwas reingetan, nicht wahr? So, wow. Oh, Franklin, Franklin. Okay, das war wirklich rutschig. Ah, Vorsicht. Oh, nicht das hier. Okay, gut, dass wir Handschuhe tragen, sonst hätten die unsere Fingerabdrücke aufnehmen können. Vorsicht, Franklin, Vorsicht. Okay, wie machen wir das Ganze jetzt leicht, Leute? Wie können wir die jetzt eliminieren, ohne sie zu alarmieren? Wir probieren es vielleicht, Leute, mit, ja, ich weiß nicht, wir haben hier Tränengas. Sollen wir es damit probieren? Wir könnten das probieren. Ich weiß nicht, ob die das direkt alarmiert, aber wir probieren es. Oh mein Gott. Ja, perfekt. Das lief doch super, Franklin. Wobei? Ich glaube, die haben uns nicht bemerkt. Okay, ich weiß nicht, ob das gut funktioniert hat, aber wir werden uns jetzt reinhacken. Den Bereich, ja, den werden wir nicht looten, Leute. Das ist es nicht wert. Okay, und dann, Leute, hacken wir einfach mal. Komm schon, los, 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 Franklin, komm, wir haben noch die Gasmasken, nicht vergessen, oh nein, na, oh, Junge, das ist schwer, und bam, nein, hm. Zack, okay, komm schon. Jetzt rein da. Enter the vault. Okay, Leute. Bisher ist der Timer noch nicht angegangen. Also gehe ich mal davon aus, oder? So, 1 Minute 30. Okay, ja, dann ist nicht gut.
Der Timer ist auf 1 Minute 30. Ich weiß nicht, wir haben doch die Gasmasken. Warum aktivieren wir die nicht? Hack the main keyword to override the vault security. Oh, damit können wir die Sicherheit. Oh, das ist gut. So, so. Okay, was haben wir jetzt gemacht? Grab the loot. Funktioniert das jetzt leichter? Oder wie machen wir das? Alles klar, Leute. Aber immerhin, wir haben die Gasmasken. Also wir haben die Gasmasken, die sollten uns eigentlich schützen, nicht wahr? Ja, die sollten uns eigentlich schützen. Aber wie rüste ich die aus? Egal. Wir geben Gas, Leute. Wir nehmen das Gold. Ja, 700.000. Das müssen wir noch verzehnfachen. Denkt dran, das sind jetzt schon 7 Millionen, die wir haben. 7 Millionen. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay, ich habe jetzt irgendwas aufgesetzt. Ich glaube mal, das sind die Gasmasken. Ich hoffe mal zumindest. Och Mann, ich stecke hier überall fest. Na los, komm, nehmen wir das Geld. Komm. Oh, da links und rechts sind ja noch Security. Oh, die habe ich vergessen auszumachen. Oh, Gasmaske ist ausgerüstet. Ja! Let's go! Wir können einfach weitermachen. Wir können einfach weitermachen. Ich glaube, Sauerstoff sollte auf jeden Fall ausreichen. Jetzt gucken wir mal, wie viel wir haben. Sicherheitsequipment werden wir auch noch... Oh, die kommen hier rein. Ihr traut euch hier reinzukommen? Traut euch doch. Oh, die trauen sich halt wirklich. Oh, ich sehe gar nichts. Oh mein Gott, sind das viele. So, okay. Die Bombe wird platziert. Achtung. Vorsicht. Vorsicht. Junge, ey, das sind zu viele. So, und hier haben wir auch noch eins. Okay. Time ist 22 Sekunden. Was passiert dann? Was passiert dann? Ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, kommt jetzt irgendwie gefährliches Zeug noch dazu? Continue looting oder leave the vault. Ja, wir bleiben hier noch drin. Wir looten noch ein bisschen weiter. Leute, wir haben noch echt einiges vor. Wir müssen hier noch alles rausnehmen. Alles. Aber die Polizei ist hier. Ah, komm. Aber es ist viel. Es ist viel Geld, Leute. Es ist mehr als letztens. Es ist jetzt schon mal mehr als letztens. Ah. Timer ist auf null. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Egal. Hä? Die kommen ja auch nicht rein. Die haben ja auch keine Gasmasken, ne? Oh nein, ich nehme doch Schaden. Ich nehme doch Schaden. Yo. Ey, ich will da nicht raus. Ich will da nicht raus. Leute, als ob ich da jetzt auch Schaden nehme. Oh nein, die sagen mir, ich soll raus. Ah, okay. Also wir hatten doch nicht so viel Zeit. Aber wir haben immerhin alles gemacht, was wir konnten. Wir haben 1,6 Millionen, also 16 Millionen. Leider konnten wir nicht alles rausnehmen. Schade, aber immerhin. Okay, jetzt raus. Wir müssen hier weg. Oh mein Gott, wo ist mein Fluchtwagen? Wir haben keinen Fluchtwagen. Okay. Oh, Vorsicht. Okay, wir haben keinen Fluchtwagen. Dann flüchten wir halt ganz klassisch. Irgendwie über die Garagen und so. Irgendwie werden wir das schon packen, glaube ich. Okay, okay, okay. Vorsicht. Die Garage erinnere ich mich. Da war ich damals drin, ne? Vielleicht schaffen wir das ja, wenn wir uns hinter diesem einen... Wenn wir uns hier verstecken. Vielleicht finden sie uns ja nicht. Leute, wenn wir ganz viel Glück haben. Vielleicht finden sie uns ja nicht. Oh, komm schon, komm schon. Come on. Heist complete. Let's go. 1,6 Millionen. Aber wir bekommen, Leute, noch. Wir bekommen ja noch. Er hat gesagt, noch das Zehnfache on top. Das heißt, er gibt ja uns noch etwas. Oder? 1,6 Millionen. Das heißt, 16 oder 15,4. Ich glaube, 15,4 Millionen schuldet uns Lester noch. Oh, Lester, Alter. Ich habe es. Hier, 1,6 Millionen. Ne? Also mein Anteil und das noch, du sagtest, verzehnfachen, nicht wahr? Also... 15,4 Millionen schuldest du mir noch circa. Hier hast du das Zehnfache on top. Let's go. Yes, Leute. Guckt euch das mal an. Wir haben am Ende, Leute, 18 Millionen. 18 Millionen. Ey, damit können wir uns so viel kaufen, Freunde. Alles klar, dann würde ich sagen, Leute, das war's auf jeden Fall von diesem Video. Wir haben es leider nicht geschafft, die gesamte Bank auszurauben. Dafür hätten wir ein paar Teammates gebraucht. Leider ging es alleine nicht. Das hätte viel zu lange gedauert. Und am Ende, Leute, die Gasmasken haben nicht mehr gewirkt. Das CO2, der Sauerstoff ist uns ausgegangen aus der Gasmaske. Aber ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, gerne den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. ID-Zock ist raus. Haut rein. Einfach nur ciao.